So, da sind wir wieder. Wir sind über Surface jetzt in den Bunker. Der Bunker kommt so in GoldenEye vor. Allerdings betreten wir den Bunker hier vor den, also vor den Geschehnissen von GoldenEye betreten wir den Bunker hier schon mal. Und zwar als Agent. A copy GoldenEye Key and leave original. Okay, ich glaube, da muss man einfach irgendwo hinlaufen, irgendwas kopieren. Photograph the main video screen. Ach so, genau. Das kenne ich noch. Das war auch ein Multiplayer-Level. Das war mein Lieblings-Multiplayer-Level damals. So. Wir haben hier Typen in dieser typisch russischen grünen Uniform, die ein bisschen zu froschgrün aussieht. Wir starten hier. Da, wo wir vorher reingesprungen sind. Und das ist eines der Level, wo man sich am ehesten so ein bisschen Gedanken darüber machen muss, ob man hier... dass man hier ruhig vorgeht. Hier haben wir Hammer und Sichel. Erstmal am besten die ganzen Kameras ausschalten. Auch wenn sich teilweise irgendwie keiner wundert, warum das Bild auf einmal schwarz wird. So, immer. Verdammt, der hat geschossen. Der hat mich nicht gesehen. Wie gesagt, Sichtweite ist ein großes Thema hier. Denn auf dem N64, original, kann man nicht so weit sehen. Und auch am besten immer alle Alarmknöpfe kaputt machen. Obwohl, das Spiel ist nicht so schwer, dass ich das nicht mehr schaffen könnte, wenn ich hier erwischt werde. Lässt das schön sein, dich zu drehen, Kamera. Ach, verdammt. Musste das sein? Da ist einer mit zwei Klops. Okay. Der sieht mich nicht. Der. Übrigens Premium, wie schnell man hier nachladen kann. Oh, schon wieder ein Offizier. Coolsichere Weste. Und das hier finde ich besonders cool. Guckt euch mal hier diese Erde an. Und zwar, wenn wir das Level später betreten werden, wird da, wo jetzt Erde ist, das ausgehoben sein. Fertig. Das ist Boris. Den Key brauche ich. So. Ah, knapp. Ich weiß nicht, wie viele Sekunden man vor einer Kamera stehen muss, damit die losgeht. Das ist Boris, der Hacker. Den fand ich damals auch relativ coole Figur. Seine Brille ist sogar gemodelt. Ich glaube, es ist gut. Ich glaube, der ist ein ziemliches Arsch. Deswegen schlage ich den mit meinem Handkantenschlag einfach mal K.O. So, jetzt muss ich, glaube ich, irgendwas auswählen. GoldenEye Key. Data Thief. Key Analyzer. Ich glaube, es ist der Key Analyzer, den ich brauche. Ah, jetzt habe ich den Key einfach irgendwo hingeworfen. War's das schon? Oh, da steht was. Ich kann Kyrillisch. Muss ich mal mit angeben. Laka. Nicht so schnell. Viepon. Armet. Weapon armed. Ja, gut. Das hätte ich wahrscheinlich auch einfach. Okay. Severanje. Ranja. Lakashon. Das erste O ist meistens immer ein A. Lakashon. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Vielleicht weiß es ja einer. So, jetzt brauche ich aber die komische Kamera. Und ich bin hier schon durch. Ich habe das als. Ah, Kamera. Ach, wie süß. Das ist so eine Minox-Kamera, wo vorne halt Sucher und Objektiv in den Nullen von 07 drin sind. Das ist ja cool. Mein Opa hatte früher die. Der hat sich die geholt, nachdem er die im James-Bond-Movie gesehen hat. Hat damit fotografiert. Hatte aber dann auf ganz vielen Fotos halt immer so schwarze Flecken drauf. Und am Ende hat er dann rausgefunden, woran das liegt. Und zwar hat er dann immer den Finger vor dem Objektiv. Denn Objektiv und Sucher sind bei dieser Kamera nicht ein und dasselbe, wie das heute bei Smartphones oft der Fall ist. Wenn man halt den Finger vorm Objektiv hat und nicht vorm Sucher, dann merkt man das halt nicht. Ist ein bisschen doof. Ich finde die Kamera ist auch relativ cool. Dafür kriegt man auch heute noch Film. Allerdings, der Film ist derart teuer und kacke, dass ich da echt keinen Bock drauf hätte. Okay, completed. Das heißt, das Level war es schon. Ich hatte das als schwere Erinnerung. Hier auch witzig, diese Pseudospiegelung, die gar keine echte Spiegelung ist. Denn man müsste ja eigentlich die Spielfigur sehen. Aber damals war die Technik noch nicht so weit, dass das möglich gewesen wäre. So, eigentlich hatte ich die Erinnerung, dass das schwerer ist. Und es gibt auch ganz viele Gänge, in die ich hätte reinlaufen können, die dann auch immer so sackhassend sind. Aber ich würde sagen, das reicht. Und dann würde ich sagen, ich laufe hier mal raus. Ich glaube, hier ist auch... Lass mich raten, ich muss hier noch was mitmachen. Data Thief? Muss ich hier irgendwas drücken? Oh, das scheint doch gar nicht so einfach zu sein. Ich hatte in Erinnerung, dass... Hatte ich nicht schon mal kaputt gemacht? Was steht denn da drauf? Wodko. Nee. Wodko. Nee, Wodan ist Wasser, Wodko ist Wodka, oder? Heißt Wodka nicht Wodka?
Ist wahrscheinlich irgendwas, was mit Wasser zu tun hat. Muss ich hier doch nochmal rein? Muss ich hier irgendwas drücken? Security Keycard, okay. Ach, das ist das, was ich eben gemeint habe, dass hier einfach Ende ist. Hier wird es später nochmal weitergehen. Und zwar ist das Level hier relativ kurz auch, oder? Na, was soll ich da weitergehen? Das Video ist eh schon lang genug. So. Jetzt darf ich hier auch durch. Genau, da sind ganz am Ende sind noch zwei Wachen, die auch noch das Ding da drücken können. Das wird jetzt nicht gedrückt. So, was ist die bescheuerste Waffe, die ich in der Hand haben kann? Ah, ach, sonst noch mal, nochmal kurz was zu Doppelwaffen. Und zwar, wenn man zweimal dieselbe Waffe aufhebt, kriegt man die Waffe nicht doppelt. Aber wenn man einen Gegner tötet, der die Waffe doppelt hatte, kriegt man die Waffe selber doppelt und hat dadurch verdoppelte Feuergeschwindigkeit, also verdoppelte Feuerkraft. Und zwar, aber die fangen immer an, so ein bisschen versetzt zu schießen. Ich drücke jetzt einfach ab und lasse einfach gedrückt. Dann sieht das immer ein bisschen komisch aus, weil die immer so ein bisschen verzögert anfangen zu feuern. Aber trotzdem möchte ich mit der Klopp da rauslaufen. Ach, die Pistole ist jetzt leer und ihr seht hier, wie der Schlitten hinten ist, was relativ interessant ist. Außerdem habe ich die Pistole jetzt zweimal. Einmal mit und einmal ohne Schalldämpfer. Das konnte ich mir in den ersten Level nicht aussuchen. So, habe ich alles richtig gemacht? Ja, scheint so. So, wir haben alles erledigt. Next, wir waren relativ unpräzise. Ich glaube, da muss ich mich noch ein bisschen verbessern. Previous. Und dann seht ihr in der nächsten Folge das Silo. Dann wie immer die Call to Actions. Hier mein Kanal, hier ein anderer Kanal. Hier ein anderes Video und hier dann eins von meinen Videos. Dann nochmal vielen Dank fürs Zusehen und bis dann.